Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Lost Song. In der letzten Folge haben wir endlich das Eisgebiet geschafft und in dieser Folge wollen wir jetzt endlich wieder ein bisschen Nebenquests machen. Ja, und zwar gibt es hier mit Celica und Lisbeth und draußen geht's noch mit der Nebenstory von Shinnon und Asuna weiter. Aber erst mal, was ist denn mit Lisbeth los? Ein Event starten? Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. そう、プレイヤーメイドの最高級品よ。今まで存在だけが示唆されていたけど、誰も手に入れたことがない幻の装備品。その素材を集めるクエストが、ここスバルトアルブヘイムにあることが分かったの。なるほど。レプラコン向けのクエストなんだな。エンシェントリングを作るには、レア素材と相当な果実切りの熟練度が要求されるの。 名称と呼ばれるようなレプラコーンにしか作ることができない一級品。だから私、挑戦してみたいと思ってるのよ。でも、そのクエスト自体、一筋縄ではいかないらしくて。というわけで、キリとも一緒にクエストを付き合ってくれない？ああ、もちろんいいよ。本当？ありがとう、助かるわ。難関クエストって聞いたら、黙ってられないよ。 やる気になってくれてよかったわ。それでクエストの詳細は？アルフの羽とアルフの水晶。この2つの素材を手に入れればいいらしいわ。アルフ、伝説の高位種族だな。ええ、詳しいことはクエスト専用の NPC が語ってくれるはずよ。 Was ich ein bisschen schade finde, dass wir nicht mehr so viele Bilder bekommen. あれがその NPC か? Gab es ja viele am Anfang, aber mittlerweile kriegen wir fast gar keine. Was ich ein bisschen schade fand. Ich fand diese Pictures immer recht cool. So, みたいね。まずこのクエストではアルフの羽が手に入るはずよ。あの、おじいさん。ああ、若者たちよ。話を聞いてくれるかね。はいはい。何かあったんですか？この洞窟はな、かつて アルフの住処だったのじゃ。しかしある時邪神の一味に侵略され、アルフたちは殺されてしまった。邪神？アルフを殺した魔物がこの洞窟の奥に住み着いておる。旅のお方、この洞窟を以前のような安全な場所に戻してくれんかね。 最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さなきゃ手に入れられないってことかしら。そうみたいだな。とりあえずOKするぞ。わかりました。俺たちがその魔物を倒しましょう。本当か？若者たちよ。しかし気をつけなされ。魔物は凶暴ゆえ、すでに何人もの若者が。 餌食にって食い殺されたのかしら。そういう設定なんだろう。まあ強いことには変わりないだろうけどな。このまま魔物を放っておいたら、洞窟から外へ飛び出して、この世の万物が全て滅びるであろう。世界の行方はそなたらにかかっているのじゃ。 なんかものすごく壮大なストーリーになってきたけど。まあいいわ、任せて。そなたらの分を。会話が終了したみたいだな。クエストも起動されたぞ。ようやくこれでスタートってことね。リズ、すごく楽しそうだな。当たり前よ。普通のクエストとはわけが違うんだから、さっさと洞窟の奥に進むわよ。 Ja, das Problem ist aber, leider ist die gute Lisbeth nicht gerade auf einem sehr hohen Level. Wo sind wir denn hier? Aber es sieht nicht so aus, als wäre das eine weit hochgelevelte Quest. Wir werden sehen. Oh, was? 430? What the fuck? Das ist allein schon für mich hoch.
430. Alter, what the fuck, was zur Hölle? Alter. Vor allem, was sind das auch für Gegner? Die habe ich noch nie vorher gesehen. Bitte entfleucht nicht, bitte, Lisbeth. Du bist nicht so auf einem guten Level. Aber wenigstens sind die Gegner nicht allzu stark. Lisbeth, wo bist du? Da. Bleib bitte bei mir, Lisbeth. Oh, das wird beim Boss richtig schwer, Alter. Ui. Vielleicht hätte ich die Quest noch nicht machen sollen. Aber okay, ihr seht ja, Lisbeth hat Level 212 erreicht, ne? Gegner Level 430. No commentary. Kein Kommentar zu dieser Sache. Ja, ich bin halt nicht dazu gekommen, die anderen Charaktere irgendwie ansatzmäßig zu leveln. Weil ich halt damit war, die anderen Charaktere auf ein ordentliches Level zu führen. Und natürlich konnte ich zwischen der letzten Folge und dieser Folge nicht leveln, weil ich hab ja, wir haben ja noch nicht das neue Gebiet erkundet. Beziehungsweise uns angeguckt. Ich würde das eigentlich zusammen mit euch erstmal das neue Gebiet angucken. Aber wie es so aussieht, hätte ich vielleicht erst das neue Gebiet angucken müssen. Und dann erst diese Quest machen sollen. Aber das wusste man natürlich vorher nicht. Wer hätte denn dann auch sowas überhaupt riechen können? Aber wenigstens sind die Gegner nicht allzu stark. Also da geht es vor allen Dingen. Da hinten ist noch eine Sackgasse. Da befindet sich aber keine Truhe. Schade, ich habe gedacht, dass da sich noch eine coole Truhe befindet. Aber, ne. So ein bisschen ruhiger laufen, damit sich auch meine Mana wieder erhöht. Wo sind wir denn? Aber trotzdem, irgendwie kommt mir dieser Dungeon bekannt vor. Keine Ahnung woher, aber trotzdem kommt er mir irgendwie bekannt vor. Kann ihn aber jetzt nicht zuordnen, wo und wann wir diesen Dungeon gemacht haben. Hä? Die Tür ist zu. Achso, sie öffnet sich aber. Okay. Und jetzt Rage! Take that! Da seht ihr's. Also der letzte Strich, der ist schon der Power. まだボスのところには辿り着かないな。なんだか道が入り組んでて進みにくいしね。リズ、危ない。え?なんだ、虫か。トラップやモンスターじゃなくてよかったな。よかないわよ。早く心臓が止まるところだった。 もしかしてリズ、虫が怖いとか。そうよ、悪い。別に悪くないよ。でもリズがこういうの苦手ってなんだか意外だな。ちょっと、何笑ってるのよ。こっちは本気で怖がってるっていうのに。いや、いつもは威勢よくハンマーを振りかぶってるけど、リズも女の子なんだなって思ってさ。 当たり前でしょ。私はどんなに勇ましいと思われてるのよ。私はいたって普通の女の子なんだからね。<笑>ごめん。こんなところで油売ってないで、さっさと先に進みましょう。リーズ、苦手なものを前にしてるのに、やけに前向きだな。すべてはエンシェントリングのためよ。アルフの羽を回収して、とっとと出ましょう。 って言いつつ、俺の背後に回ってるんだけど。嫌なものは嫌なの。キニトが先に歩いて虫を追い払ってよ。背中押すなよ。ほら、サクサク歩く。はいはい、リズ様の仰せのままに。 Ah, dass Lisbeth Angst vor Kiefer hätte, hat, das hätte ich auch nicht erwartet. So hätte ich sie eigentlich auch nicht eingeschätzt. Bist du Lisbeth? Aber bitte nicht wegrennen, ja? Tu mir bitte den Gefallen. Dein Level ist jetzt nicht so hoch, dass du sagen kannst, komm, ich klopf die Gegner alleine kaputt.
mal allen den Damage, den sie macht. Sei vorsichtig, meine Gute. Ich bin auch richtig gespannt, was denn Silica will. Will die denn eigentlich auch irgendeine Quest mit uns machen, oder was? Ich dachte, wir lernen die Charaktere ein bisschen weiter kennen, aber... Irgendwie scheint das so, als würden wir mit den Leuten irgendwas machen. Die ganze Zeit. Okay, die Tür ist versperrt. Dann könnte vielleicht irgendwas anderes sein. Keine Ahnung, wo der Schlüssel dazu ist. Oh, hier geht's nachher so abgründig weiter. Vielleicht ist hier eine Kiste. Durchaus möglich. So, jetzt wird aber der Gitter mal getötet. Oh, nicht die Viecher. Aber noch hier ist wirklich kein Schlüssel. Das ist echt komisch. Hier mit meinem Star Wars Stream habe ich es nicht hinbekommen, die Gegner zu besiegen. Aber wir sind 235 schon. 435, ich würde sagen. Dann würde ich sagen, machen wir noch das mit Silica und dann gucken wir uns erstmal das neue Gebiet an. Also wenn wir das hier geschafft haben, gucken wir uns das mit Silica an. Und danach will ich erst weitermachen mit dem anderen. Hier könnte ich mir vorstellen, ist der Boss drin. Nein. Doch. Oh, Alter, das wird die Hölle auf Erden. Ist wieder ein Remake der Boss, wie wir es vom Spiel kennen. Oh. Loi, erst jetzt spawnt der Gegner. Mensch, wir machen das mal anders. Furchteinflößend? Den kämpfen wir zum vierten Mal oder so. Kannst du den immer noch furchteinflößend finden? Take that! Da seht ihr, also ich habe richtig viel Damage gemacht, allein mit einer einzigen Attacke. Das sagt schon viel über diesen Skill aus, wie ich finde. Macht halt wirklich Damage, wo man sagen kann, okay. Okay, seine Werte sind natürlich auch gesenkt. Das hilft uns natürlich auch. Wunderbar, er ist jetzt in seiner Rage-Phase. Ah, jetzt sind wir schon in der nächsten Leiste. Also, ich finde den Gegner halt einfach nicht stark. Der hat halt wirklich wenig zu melden. Vielleicht ist er vielleicht auch deswegen in der Quest drin, weil er halt nichts kann. Noob ist und von den anderen Bossen immer gedisst wird. Ich meine, das Einzige, was er wirklich kann, ist sich da oben festzuglitschen. Ich meine, da oben kann er sich da manchmal komischerweise warum auch immer festglitschen. Jetzt werde ich ihn aber erstmal besiegen. Und das wird jetzt auch geschehen sein. Was? Nein? Ja, das war's. Keine Herausforderung. Mit dem Skill ist dieser Gegner ohne Witz keine Herausforderung. Das ist einfach nur ein Witz, dieser Gegner. Der hat eine schwache Defense. Man kann ihn auf seinen ganzen Körper angreifen. Also es ist kein wirklich ordentlicher Bossgegner mittlerweile. Wie gesagt, gegen den kämpfen wir ja auch zum vierten Mal. Und man muss einfach nur ein bisschen aufpassen auf sein Feuer, das ist alles.幻の後遺種族だけあるわ。このクエストを進めていけば、案外本物のアルフに会えるかも。エンシェントリングの素材を集める過程で生き延びていたアルフ一族の末裔を発見とかね。こんな1クエストにそんなストーリーが用意されてるかね。グランドクエストだったらわかるけどさ、俺には単なるストーリー設定に思えるけどな。ロマンがないわね。 せっかくファンタジーの世界なんだから、ちょっと世界観を楽しみなさいよ。どうしても攻略を優先しちゃうんだよな。敵をバッタバッタなぎ倒して楽しんでる方がキリトらしいけどね。さてと、お目当ての物は手に入ったし、一旦街に戻りましょう。ああ、そうだな。よー、 Feder erhalten. Und wir haben die ersten Teil der Lisbeth-Story geschafft.
Jetzt will ich noch wissen, was Silica will. Oh, Lisbeth will mit ihrer Story weitermachen. Okay, das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Und es... Okay, wir kommen jetzt tatsächlich, wir machen jetzt hier mit einer Hauptstory von Silica weiter. Ach komm. ピナはい、SAOでテニーレタアイテムはエールオーにコンバートしてきた時にダメになっちゃいましたけど。でもピナだけは残っててくれて、またピナと会えて本当に嬉しいです。そうだな。俺もストレージに ユイとストレアが残ってた時は本当に嬉しかったよ。それで俺に何か用か？あ、そうでした。実はキリドさんに折り入ってお願いがあって来たんです。いきなり貸し込まってどうしたんだ？あの、今から私と一緒に攻略に行ってくれませんか？なんだ、何事かと思ったよ。もちろんいいよ。 本当ですか？ありがとうございます。キリドさんと一緒に攻略に行けるなんてすごく嬉しいです。頑張らなくちゃね、ピナ。<笑>ピナもやる気満々みたいだな。それでどこのエリアに行くんだ？フロスヒルデなんですけど。フロスヒルデか。あのフィールド結構きついけど大丈夫か？ Okay, gehen wir ein bisschen leveln. Mit ihr. Warum nicht? Silica, 疲れてないか? まだまだ大丈夫です。せっかくキリトさんに付き合ってもらってますし、もうちょっと攻略したいです。そうか、あんまり無理するなよ。はい、心配してくれてありがとうございます。よし、じゃあもう少しだけ進んでみるか。わかりました。いつも迷惑をかけっぱなしだったから、たまにはキリトさんにいいところを見せたいな。ん？何か言ったか？ Der Arsch war auf dem Gebiet auf Level 700. Die wollten mir aber jetzt nicht sagen, dass der auf Level 700 ist, sondern dass ich die Basic sei. Oh, Yokata, nur Level 430. 430? Sei vorsichtig, Silica. So. Kommen wir mal zu dir. Alter. Gegen was für Gegner ich kämpfe, Alter. Richtig krass. Aber dadurch, dass er wieder ein Drache ist, hat er wenig zu melden, weil er halt zu viele Angriffsflächen hat. Also wenn man ihn trifft, dann ist er meistens... Komm, Skill. Sei ein lieber Skill. Passiere. Ja, jetzt haben wir ihn sogar geschockt. Oder? Nee. Mana. Und das müsste es jetzt auch gewesen sein. Genau. Noob. Was? Nein! Bastard!
死に際にあんな大技を放ってくるなんて。シリガ、大丈夫か？ピナが私の代わりに攻撃を受けて。ピナ。 何？ Nein! Pina. Oh, Pina ist vergiftet. それは良かった。な、ピナの頭の上に変な数字が出てないか。本当です。しかも数字が。何かがカウントダウンしてるみたいだな。私も初めてです。一体何でしょう。ナピナ。わからない。カウントが終わるまでは、まだだいぶ時間があるんだ。 Was Yui? Was Yui, wenn man sie mal braucht? アルゴあたりなら何か知ってるかもしれない。 Nein, Pina! Ja, jetzt wollen die mir sagen. Ach, das, natürlich wollte mir jetzt sagen, dass jetzt ausgerechnet in dem Moment, wo es spannend ist, die Quest erstmal beendet wird. Are you fucking seriously? Okay, in der nächsten Folge gucken wir uns das neue Gebiet an und dann will ich wissen, was mit Pina ist. Ich will Pina retten! Nein, Pina darf nicht sterben. Pina ist zu cool, um zu sterben. Und natürlich, wir werden noch dieses Quest mit Asuna, Lisbeth machen. Und natürlich, wie gesagt, Celica. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für diese Folge. Und wir müssen alle hoffen, dass Pina durchkommt. Pina! 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 Also, bis dahin und ciao!